Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute gibt es Suchen und Zerstören auf der Map Quarry. Das Ganze natürlich erspielt von und mit eurem Commander Krieger und der hat heute in seinen Koffer eingepackt die UMP-45 mit einem Schalldämpfer und die USP mit einem Taktikmesseraufsatz. Als Perks, ihr seht es schon, Fingerfertigkeit Pro, Feuerkraft Pro und Ninja Pro und die Abschussserien auf der 3 das Dröhnchen, auf der 4 die Vorräte und auf der 5 die gute alte Predator. So sieht's aus. Und diese Folge, ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Wer keinen Spoiler haben will, der soll jetzt einfach mal weghören. So, das wird eine Fickt euch ihr Hacker-Folge werden. Welche Folge das wird, sage ich noch nicht. Aber ob du behindert bist und Fickt euch ihr Hacker, ist ja eins. Immer die gleichen Leute. Und immer das gleiche Ziel, die Gegner zu zerficken. Und das habe ich hier heute mal par excellence gemacht. Und ich hoffe, es gefällt euch. Aber wir kommen jetzt mal ein bisschen zur Überschrift zurück, denn das ist mal wieder so ein klassisches Commentary. Ja, ihr merkt es ja, ich bin ja momentan dermaßen in Kommentierlaune, das gibt's ja gar nicht. Ich komme gar nicht mehr, ohne Scheiß, das ist gar kein Witz, ich komme gar nicht mehr mit meinen eigenen Videos hinterher. Das heißt, das Video ist jetzt wirklich gestern entstanden, wir haben es jetzt 2.11 Uhr morgens und ich sitze hier und kommentiere, habe das Fenster noch auf, hoffe, dass die Nachbarn nicht jetzt gleich hier bei mir vor der Tür ringeln, weil es schon irgendwie die 38. Aufnahme ist. Aber, so, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Ich bin über das Feedback, was gestern beim Dislike- und Like-Video rauskam, begeistert. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich habe gestern ein COD-Ghost-Commentary hochgeladen mit der Überschrift Likes gleich Dislikes und die Kommentierlaune. Die Aufgabe für euch, beziehungsweise die Zuschauer, lautete ganz einfach. Schaut einfach, dass das Video gleich viele Likes und Dislikes hat. Klingt eigentlich relativ simpel, oder? Also meiner Meinung nach. Das heißt, ihr musstet auf das Video gehen und wenn da zu wenige Likes drauf waren, solltet ihr das Video liken. Wenn da zu wenige Dislikes drauf waren, solltet ihr das Video disliken. So. Grundsätzlich fand ich die Idee einfach nur spaßig. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam. War irgendwie so eine blöde Idee von mir, die mir irgendwie mal eingefallen ist. Das kannst du mal irgendwie machen. Und hab's umgesetzt. Und ihr habt es perfekt mitgemacht. Wirklich. Ich bedanke mich dafür. Ich habe jetzt gerade, also Stand 2.11 Uhr, 5.969 Däumchen hoch und 5.968 Däumchen runter. Macht zusammen 11.937 Däumchen. Ja, genau. So, und da ist jetzt so ein bisschen der Punkt. Das heißt, es waren insgesamt fast 12.000 Leute, die gesagt haben, ich gebe dem Commander Krieger ein Däumchen. Nicht, weil ihnen das Video gefällt, sondern weil ich aufgerufen habe, Likes gleich Dislikes. So, wenn ich jetzt für ein Video, wenn ich irgendein Video mache, egal was es ist, und ich bekomme, ich sag's mal ganz ehrlich, wenn ich das Video so einfach nur mit Kommentierlaune hochgeladen hätte, ein bisschen die Rumlarung gemacht, ein bisschen Blödsinn, hey, Schakalaka, Ole, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich großartig über 3000 Likes gekommen wäre. Bezweifle ich einfach mal. Hier, guckt euch das an. Ja! Und ich kriege leider nur ein Double. Leider nur ein Double. So. Auf jeden Fall hier mal kurz zum Gameplay. Hier die Vorräte hingeworfen. Warum? Weil ich diese Ecke einfach perfekt finde für die Vorräte. Ich habe die Vorräte einfach mitgenommen in der Hoffnung, irgendwas richtig Geiles da drin zu haben. Hier verrate ich schon mal ordentlich meine Position. Und ihr seht jetzt gleich auf dem Radar, da geht beim Commander ordentlich die Party ab. Warum hier keiner irgendwie zu meinen Vorräten gammelt, beziehungsweise meine Vorräte haben will, habe ich nicht wahrlich gerafft. Aber nichtsdestotrotz, sie springen mir einfach hier vor die Flinte. Jetzt werde ich geblendet, was ihr jetzt nicht seht. Ich bin in die Ecke gegangen, habe mich so ein bisschen zur Tür gedreht. Da seht ihr das. Und ja, gehe wieder raus. Da kommt der nächste runtergehüpft. Also, lief schon ziemlich geil. So, kurz nachgeladen. Und jetzt, der nächste, rennt einfach an mir vorbei. Wo ich mir einfach sage, Na gut, nehme ich danken mit. Danken. Dankeschön. Auf jeden Fall solides 10:0, Freunde. Zwar, also ich würde sagen, es ist nicht abgeschimmelt, weil ich kam ja nicht wirklich raus. Habe ja meine Vorräte geholt und die kamen da alle an. Was soll ich da rausrennen? Egal. Auf jeden Fall zurück zum Däumchen, Däumchen-Phänomen. Ich finde es doch ein bisschen schade. Und nicht nur für mich, sondern auch für andere YouTuber, für andere Kommentatoren, für andere Let's Player, für alle, die auf YouTube sind, dass man in einer gewissen Art und Weise euch die Likes so ein bisschen aus der Nase ziehen muss. Natürlich sind die Likes dafür da, um euch oder um uns auch zu zeigen, wie das Video insgesamt ist. Aber es gibt natürlich die Leute, die grundsätzlich sagen, ey, ich like jedes Video. Und es gibt natürlich auch die Hater, die sagen, ich dislike jedes Video. Aber ganz ehrlich, ein Like kostet ja nicht die Welt und ist ja jetzt auch nicht so schlimm,
dass das jetzt irgendwie euch Geld kosten würde. Im Gegenteil, das kostet euch einfach nur ein klein bisschen Arbeit, indem ihr mit der Maus einfach auf diesen kleinen, dreckigen, blauen Daumen drückt. Und dieser blaue Daumen hilft vielen Leuten. Hilft wirklich vielen Leuten. Und damit rede ich jetzt nicht nur von mir, sondern auch gerade von kleineren YouTubern, die man so definitiv unterstützen kann. Mit einem kleinen Däumchen. Gerade wo jetzt Google Plus so ein bisschen verlinkt ist und wo das Ganze irgendwie, wie soll ich sagen, alles mehr vernetzt wird und was weiß ich nicht alles. Da helfen diese Däumchen wirklich. Und ich finde es da ein bisschen schade, dass die normalen Videos, wo ich wirklich eine Menge Liebe in die Commentaries jetzt mittlerweile stecke, was ich vorher auch gemacht habe, aber jetzt merkt ihr ja, dass ich wirklich hier auch gerade meine eigenen Gameplays bringe, was ich auch gerne machen möchte, wo ich richtig Bock drauf habe, dass die nicht so abgehen. Wenn ich das Video so einfach hochgeladen hätte, 3000 Däumchen wären, glaube ich, so die Regel gewesen. Ich will jetzt nicht eure nach Däumchen betteln. Ich möchte euch nur mal so ein bisschen wachrütteln für die Zukunft und gerade auch für andere YouTuber, dass ihr damit wirklich eine Menge machen könnt. Ihr könnt damit wirklich eine Menge machen und ich würde euch bitten, dass ihr es macht. Dass ihr es macht, sobald euch was gefällt, schreibt es in die Kommentare, was euch gefallen hat. Und nicht einfach nur, ja, das Video war wie immer super. Nee, was hat euch besonders gut gefallen? Was hat euch vielleicht gefehlt? Dadurch können wir arbeiten, dadurch können wir unsere Videos verbessern. Ich habe mir gestern, ich glaube so 30, 40 Videos angeschaut von mehreren YouTubern. Und es war ein Video dabei, wo ich wirklich gedacht habe, ich muss kotzen. Ich habe wirklich gedacht, ich muss kotzen. Langweilig kommentiert, einfach nur runtergerattert, so irgendwie so bläh, teilweise Sachen ohne Zusammenhang gesagt, was der Typ hier gemacht hat, auch gar keine Ahnung, Sachen ohne Zusammenhang irgendwie da hingeklatscht und das Video hat über 10.000 Likes, wo ich mir einfach sage, hallo? Also Sympathie-Likes sind ja eine Sache, aber irgendwie in einer gewissen Art und Weise muss man auch ein bisschen schauen, Was setzt der Kommentator an Arbeit dahinter? Hat er mich wirklich jetzt unterhalten? Und sobald ihr unterhalten werdet? Ja. Dann Däumchen hoch. Hoch das Däumchen. So, hier. Tot dem Quickscoper. Ja, so sieht's aus. So, und Freunde, wenn ihr immer noch keinen Grund habt, dieses Video zu liken. Da hat der Commander Krieger was. Und zwar Baftisch! An den Nachjoiner, der fickt euch die Ecke im Clan hatte. So. Richtige Strafe für die Male. Und jetzt wird da hinten richtig abgeschimmelt. Da wird mal so richtig widerlichst abgeschimmelt, das kann ich euch sagen. Alle da drüben jetzt hier links von mir in der Halle da. Und guckt es euch an. Bäh, ich wollte nur einen Baftischen. Ja. Das war es leider. Ich kann es euch schon mal so weit sagen. 12:1, der Drops wird gelutscht. Auch wenn es noch ein bisschen länger dauert. Aber das war einfach nur mal so ein kleiner, wie soll ich sagen, ein kleiner Aufruf, um euch wach zu rütteln. Dass ihr wirklich die Videos liked, die euch unterhalten. Dass ihr wirklich die Videos liked, auch um Leute mal zu supporten, die eine Menge Arbeit sich in die Videos stecken. Und damit meine ich nicht meine Videos. Ich will jetzt hier nicht nach Likes battlen oder so. Natürlich könnt ihr sagen, es hat mir gefallen und ich unterstütze das. Däumchen hoch. Ganz klar. Aber ich möchte es auch auf anderen Videos sehen und nicht nur auf meinen Videos. Und das ist doch einfach was, wo ich sage, würde ich mich drüber freuen. Und nicht nur ich freue mich darüber, auch die anderen und auch die kleineren YouTuber freuen sich darüber, wenn da sowas passiert. So, genug der Moralpredigten. Morgen geht es wieder wahrscheinlich los mit einem normalen Commentary. Ich werde mal irgendwie gucken, dass ich mal so ein bisschen frei für alle. Ich kriege momentan frei für alle nicht unter irgendwie 10 Kills hin, weil die mir irgendwie so ranzig mich wegholen. Schauen wir einfach mal, ob ich da irgendwie was finde. Und ja, ich bin raus. Gut, Schuss, euer Commander Krieger. Bis zum nächsten Mal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr wisst, was zu tun ist. Tschüss.